memories are worth and sign of music. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ich habe ein weiteres GTA 5 Video für euch, meine Freunde. Und zwar, wie ihr in einer Online-Sitzung keine Sterne mehr bekommt. Und zwar funktioniert das in allen Sitzungen, das heißt öffentliche Sitzungen, Solo-Sitzungen, Spielersitzungen mit Einladung und. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall funktioniert dieser Glitch solo. Ihr braucht dafür keinen Freund. Und wie das Ganze funktioniert, sage ich euch jetzt. So, als allererstes geht ihr zu eurem Lagerhaus, was mit dem Import- und Export-DLC dazugekommen ist. Welches Lagerhaus das ist, ist völlig egal. Dann merkt ihr euch, wo der blaue Punkt ist, weil das ist wichtig. Merkt euch das einfach. Dann geht ihr ins Interaktionsmenü und registriert euch als Biker-Präsident. So, habt ihr das dann gemacht, geht ihr dann auf die Straße und ballert ein bisschen rum, sodass ihr einen Stern bekommt. Habt ihr dann einen Stern bekommen, in meinem Fall sind es jetzt hier aus einem sind dann zwei geworden, ist ja nicht schlimm. Dann geht ihr wieder zu eurem Lagerhaus zurück und stellt euch in der Nähe dahin, wo der blaue Punkt ist. Nicht direkt dran, sondern immer nur in die Nähe. So, dann ruft ihr Lester an, das ist der Typ, der euch nämlich die Sterne wegmacht. Dann geht ihr einfach, wie gesagt, auf euer Handy und ruft an dieser Position einfach Lester an und lasst euch die Sterne entfernen. Habt ihr euch dann die Sterne entfernen lassen, tut ihr wieder Folgendes. Ihr geht wieder ins Interaktionsmenü und tretet aus der Organisation aus, aus der Biker-Organisation. Dann geht ihr wieder ins Interaktionsmenü und registriert euch als CEO, aber diesmal als VIP-CEO, nicht als Biker-Präsident. So, habt ihr das dann gemacht, ist der Glitch auch schon vollendet, meine Freunde. Und jetzt könnt ihr seelenruhig in der Lobby machen, was ihr wollt. Ihr könnt Polizisten töten, ihr könnt Feuerwehrmänner töten, so wie hier gerade gesehen. Ihr könnt auf die Militärbasis gehen, ohne Sterne zu bekommen. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Selbst Polizisten angreifen geht, die gucken euch einfach nur blöd an. Also alles ist jetzt möglich in dieser Lobby, ohne Sterne zu bekommen. Der Glitch ist leider nicht sitzungsübergreifend. Das habe ich nämlich ausprobiert, ob man, wenn man die Lobby wechselt, ob dieser Glitch immer noch aktiv ist. Das geht leider nicht. Dieser Glitch ist leider nicht sitzungsübergreifend. Das heißt, wenn ihr die Lobby wechselt in eine andere, müsst ihr diesen Glitch wiederholen. So, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, meine Freunde. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast an der Stelle, dann tu das Ganze, mein Freund. Ich würde mich auch darüber freuen. Und dann würde ich noch sagen, für den Rest bleibt gesund, meine Freunde, bleibt treu und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao!